Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen Niels Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung. Hier sind deine Gastgeber, Astrid Krimmel und Steen Niels Musche. Moin und willkommen zurück zum Hypnoschool Podcast. Heute wollen wir mit dir Blitzhypnose entmystifizieren. Blitzhypnose und kraftvolle Hypnose-Einleitungen sind ein Bereich, der für manche Menschen wie echte Magie, ein bisschen wie Zauberei ist. Denn wenn du jemals Straßenhypnose-Videos vielleicht auf YouTube siehst, dann wirst du den Eindruck haben, dass es also lass uns die Blitzhypnose in diesem Podcast entmystifizieren. Ganz ehrlich, Blitzhypnose ist keine Magie. In der Tat passiert sie nicht so schnell, wie man als Außenstehender vielleicht glaubt. Und wir erklären dir das jetzt einfach mal. Deswegen hier jetzt mal für dich ganz kurz der Hypnoseaufbau. Das Erste, was du verstehen musst, ist, dass jede Hypnose, egal ob Blitzhypnose-Einleitung, normale Einleitung, wie auch immer, einer ähnlichen Struktur folgt, einer Art Architektur der Hypnose. Wie auch immer, es gibt vier verschiedene Teile, die in fast jeder Hypnose-Demonstration vorkommen. Astrid, wie sehen diese Teile aus? Ja, als Erstes hätten wir das Pre-Framing und den Rapportaufbau. Wir können es auch einfach das Setup nennen. Als Nächstes folgt die Induktion als Einladung in die Hypnose. Dann kommt die Anwendung der Hypnose für einen bestimmten Zweck, weshalb auch immer du dahin gehst. Und zum Schluss natürlich auch noch die Ausleitung der Hypnose. Es ist erwähnenswert, dass Teil 1 und 2, ja, man könnte sagen, seltsamerweise auch austauschbar sind. Und auch in Hypnose kann es falsches Auftauchen aus der Hypnose geben. Wenn du also einige Demonstrationen siehst, kann es anders aussehen. Aber wie man so schön sagt, der Schein kann immer auch mal trügen. In der Tat, soweit ich sagen kann, passen alle Variationen, die wir dir in dieser Formel gegeben haben, immer noch in das Muster. Das gilt sogar, wenn der Hypnotiseur nicht ganz versteht, warum er das, was er da gerade tut, einfach funktioniert. Lass uns also einfach mal die Struktur und wie sie auf Blitzhypnose-Demonstration angewendet wird, besprechen. Nehmen wir mal als Beispiel eine schnelle Handshake-Induktion. Stell dir mal vor, du als Zuhörer, du bist in einem Raum, in dem eine Hypnotiseurin einen einfachen Hypnose-Vortrag hält. Sie beginnt damit, dass sie dir die Geschichte der Hypnose erzählt und dass Hypnose überhaupt nicht seltsam oder auch beängstigend ist. In der Tat ist Hypnose natürlich super interessant. Ihr wisst es, ich finde ja alles immer total spannend. Als Nächstes stellt sie dir ein paar einfache Fragen, dem Publikum generell, um zu sehen, wer an diesem Morgen gefrühstückt hat. Hand hoch, wer glaubt, dass der Himmel blau ist und wer da ist, um mehr über Hypnose zu erfahren. Alle stimmen zu und sie lächelt und freut sich darüber. Einen Moment später fragt sie nach einem Freiwilligen und du stimmst zu ihr nach vorne zu kommen. Und als du dich ihr näherst, fragt sie dich nach deinem Namen. Du sagst ihn ihr und sie bietet dir an, deine Hand zu schütteln. Und als du deine Hand ausstreckst, um sie ihr zu geben zum Schütteln, greift sie jedoch nicht deine Hand, sondern sie greift sanft dein Handgelenk und hält deine Hand vor dein Gesicht und starrt auf einen Punkt auf deine Handfläche. Und während du auf deine Handfläche starrst, weist sie dich an, dich auf diesen Punkt der Hand zu konzentrieren, bis er dein Gesicht berührt. Und dann sagt sie, schlaff! Dein Körper erschlafft und du gehst augenblicklich in die Hypnose. Sie gibt dir diese Suggestion, vielleicht, dass du selbstbewusst werden kannst, dass du dich freust, was auch immer. Und sie spricht dabei auf eine wunderbare, kraftvolle Art und Weise und macht Vorschläge, die unbewusst mit dir in Resonanz gehen, die du annimmst. Einige Zeit später hörst du, wie sie dich aus der Hypnose herauszieht. Vielleicht sagt sie sowas wie,
Eins, zwei, drei, Hypnose ist vorbei. Du öffnest deine Augen und du begrüßt sie mit einem vielleicht sogar breiten Lächeln. Die anderen in dem Raum klatschen, weil du hervorragend mitgemacht hast. Was ist Blitzhypnose überhaupt? Also, der eigentliche Induktionsteil der Geschichte, die Astrid gerade erzählt hat, ist wirklich kurz. Von einem bestimmten Standpunkt aus gesehen, ist es wirklich eine Soforthypnose oder eben auch Blitzhypnose. Wenn du die Zeit messen würdest, würde es so aussehen, als ob man innerhalb von ein paar Sekunden vom Alltagsbewusstsein in die Hypnose gegangen wäre. Wahrscheinlich weniger als eine Minute. Das ist schnell, oder? Lass uns einfach mal zurück zum Modell der Hypnose gehen. Welcher Schritt ist denn in dem Beispiel gerade die Induktion? Schritt 2, richtig? Aber warte mal ab. Gibt es keinen Schritt 1? Wo war denn das Setup, der sogenannte Preframe, der Rapportaufbau? Hat unsere Hypnotiseurin in Astrids Beispiel gerade einen Schritt übersprungen? Ganz und gar nicht. Das ganze Preframing und der Beziehungsaufbau geschah vor und mit der ganzen Gruppe. Sie baute eine Beziehung auf, als die Menschen den Raum betreten haben. Vielleicht fragte sie die Leute nach ihrem Namen, als sie hereinkamen. Sie erzählte ihre Geschichte und ließ Hypnose angenehm und interessant klingen. Alles, was passierte, bevor du in unserem Beispiel nach vorne gegangen bist oder in den Raum kamst, war schon die Vorbereitung auf die Handshake-Induktion. Wie schnell ist Blitzhypnose? Wenn du die Zeit einbeziehst, die sie damit verbracht hat, den Raum kennenzulernen, dann geht die Blitzhypnose-Erfahrung von weniger als 30 Sekunden auf eher 5 oder 10 Minuten über. Die Induktion fühlt sich nach Soforthypnose in gewisser Weise, also nach Hypnose, Soforthypnose an und in gewisser Weise ist sie das natürlich auch. Es gibt viele Blitz- und Schnellinduktionen, die sehr schnell gehen. Und diese eignen sich hervorragend für Live-Demonstrationen oder für Straßendemonstrationen von Hypnose. Und sie machen eine Menge Spaß für alle Beteiligten. Was die meisten jedoch nicht berücksichtigen, ist das ganze Vorgespräch und der Aufbau einer Beziehung zum Publikum, bevor überhaupt eine Induktion stattfindet. Wenn du dir Straßenhypnose auf YouTube anschaust, dann siehst du nicht, wie die Person dasteht und zusieht. Du siehst, wie andere Menschen zuerst hypnotisiert werden. Ja, jemand könnte 15 Minuten stehen und zusehen, bevor überhaupt eine Induktion stattfindet. Was du ebenfalls nicht in diesen Videos siehst, ist, wie häufig manche hypnotische Phänomene nicht erzeugt werden können. Wenn jemand also so lange eine Beziehung aufbaut und Hypnose demonstriert, dann ist es einfach, einen willigen Freiwilligen sofort in die Hypnose zu führen. Der Blitzhypnose-Verstärker für Gruppen. In einer Gruppensituation ist Blitzhypnose tatsächlich einfacher. Das ist einer der Gründe, warum Bühnenhypnose so genial ist und sie auch leicht funktioniert. Sobald du die Gruppe in den richtigen mentalen Zustand gebracht hast, dann bildet sich eine Art leichte Gruppenhypnose. An diesem Punkt können manche Menschen so sehr in die Erfahrung hineingesogen werden, dass alles, was der Hypnotiseur tun muss, ist, sie mit Absicht anzuschauen und zu sagen, schlaf. Und sie werden sofort in die Hypnose gehen. Auch wenn du jemanden, der mehr als einmal in die Hypnose gegangen ist, also wenn du diesen in die Hypnose führst, wird fast jede hypnotische Induktion zu einer Blitzinduktion. Und bevor ich dir jetzt die Wahrheit über Blitzhypnose sage, ist es ganz wichtig, dass du sicherstellst, dass du auch die anderen Podcast-Folgen einmal anhörst oder vielleicht sogar meine Bewertung für den Podcast dalässt. Die Wahrheit über Blitzhypnose ist diese.
Sofortinduktion und Blitzinduktionen sind großartig. Sie machen eine Menge Spaß, wenn man sie benutzt und wenn man weiß, wie das ganze Konzept funktioniert. Und sie können sich wie Magie anfühlen. Aber damit eine Induktion funktioniert, musst du immer noch eine Beziehung aufbauen und den Gegenüber auf die hypnotische Erfahrung vorbereiten. Mit dem richtigen Setup funktionieren alle Induktionen schneller und besser, weil dein Gegenüber, das Publikum, sofern du denn da eins hast, begeistert ist, Teil der Erfahrung zu sein. Es läuft also auf Folgendes hinaus. Mache gute hypnotische Arbeit. Meistere die Grundlagen, denn sie geben dir die kraftvollste Basis, mit der du arbeiten kannst. Und wenn du all diese Grundlagen beherrschst, wirst du feststellen, dass Hypnose einfach und kraftvoll ist. Und eine der wichtigsten Grundlagen, die ich hier für diesen Podcast beherrschen muss, ist die Abmoderation. Und wenn du diesen Podcast schon das ein oder andere Mal gehört hast, dann weißt du, dass der Podcast, die Podcast-Folgen immer auf die gleiche Weise funktionieren. Und das ist auch schon eine Art eingebetteter hypnotischer Befehl. Denn ich sage einfach, sag Tschüss Astrid. Tschüss Astrid. Und der Podcast ist vorbei. Das war der Hypnoschool Podcast. Baue das Selbstvertrauen auf, das du brauchst, um erfolgreich mit Hypnose zu arbeiten. Lerne jetzt Hypnose und Hypnosetherapie auf www.hypnoschool.de.